Hitradio FFH. Ankes Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Stefan, hilf mir lieber mal, die Palette mit der Einlieferung Rittersport reinzuziehen. Gleich kommen noch 2 LKW-Ladungen Chips und Flips und 2 Container Gummibärchen und 30 Fässer Cola. Verschärfen die den Lockdown? Greift Nordkorea an oder hat die Merkel den Laschet aus der CDU-CSU-Gruppe bei WhatsApp entfernt? Die Fastenzeit ist vorbei und meine Kundschaft ist unterzuckert wie Rainer Kallmund nach dem Mittagsschläfchen. Fastenzeit vorbei oder wie man auch sagen könnte, die Deutschen fangen jetzt wieder an, einen Antikörper zu bilden. Genau. Einmal die 4, 8 Tüten Chips, einen Kasten Bier und 5 Tafeln Milka. Momentchen mal bitte. Stefan, ich hab ja 8 Wochen lang bei der Pizza die Basilikumblätter weggelassen. Also auf die Frage, worauf Sie beim Fasten am ehesten verzichten würden, antworteten 73% der Befragten Alkohol, gefolgt von 68%, die Süßigkeiten nannten, und auf Fleisch würden 54% der Deutschen verzichten. Stefan, wenn du noch was Süßes willst, du kannst gern das Kuchenblech hier ablecken. Ich mach dir einen Sonderpreis. Danke, dein Laden hier lädt eher dazu ein, das Gegenteil zu tun. Und zwar? Ich mach mich dünne. Nach 252 Euro sammeln Sie Prinzenrolle-Punkte. Haben Sie eine Katjes-Card oder sind Sie im Dickmanns-Club? Nein. Dann danke schön. Bitte schön. Ankes Tanke. Täglich in Guten Morgen Hessen. Bei Hitradio FFH.